Servus, Grappo, grüß dich. Schön, dass ein alter Weggefährte, der jetzt ja nicht mehr in Kapfenberg wohnt, aber auch da bei uns dabei ist jetzt, bei unserer Dokumentation. Wir haben ja seinerzeit von frühester Kindheit an bis dann ins frühe Erwachsenenalter, sage ich einmal, schöne Erlebnisse gehabt. Und ich würde dich bitten, dass du unsere Zuschauer einfach einmal berichtest, wie dein Zugang zum Verein war, wie du dazugekommen bist und wie sich das für dich dann so entwickelt hat. Ja, Christian Molter, danke für die Einladung. Freut mich auch, dass ich ein bisschen was zum Beitragen leisten kann und was zum Erzählen habe. Meine Geschichte hat eigentlich Anfang der 80er Jahre. Also wenn man jetzt zurückblickt, der Udo hat das schon einmal ein bisschen ausgeführt, wie wir eigentlich, der Udo und ich, gemeinsam im Verein angefangen haben. Und muss da gleich mal mit einem Sidestep einmal anfangen. Es ist nicht nur so, dass wir gemeinsam das erste Spiel gehabt haben, sondern ich war praktisch vor dem Udo am Feld und habe dann in Udo den Weg bereitet, nicht nur zu seinem ersten Einsatz, sondern auch zu seinem ersten Tor. Das ist ja Legende schon mittlerweile. Und Das ein kleiner Sidestep an Werner Kernbicher. Ja, an Werner Kernbicher muss ich da einen kleinen Sidestep noch machen. Und es war nicht nur ein Tor, der Ball war im Kreuzeck, nur dass das jetzt war, ist endgültig. sehr gut. Also so viel Zeit muss sein. Ah, und das war in die 80er Jahre, war das praktisch der Beginn von einer Fußballzeit da unten in Dimlach. Wie wir angefangen haben, war die jüngste Altersklasse, die Meisterschaft gespielt hat, U12. Und wir haben damals übers große Feld gespielt. Also abgeteilte Felder hat es zu der damaligen Zeit noch gar nicht in der Jugend gegeben. Und so war es ja da, dass der Udo und ich als kleine Knirps am großen Feld da mitgespielt haben, 11 gegen 11, so hat das Ganze angefangen. Die ganze Geschichte ist dann weitergegangen eigentlich mit, wo ich angefangen habe zum Kicken, Fauli, Jörg, und die ganzen aus dem Schöberlhof, da haben wir eigentlich mit einer U10-Mannschaft, mit Ratzig Walter als Trainer angefangen. Das Besondere an der ganzen Geschichte, und das ist für mich in der heutigen Zeit was eigentlich ihn so kennt. Die Mannschaft, die damals angefangen hat, war, glaube ich, die hat gewohnt im Umkreis von 3 Kilometern vom Genau, Fußballplatz. Und nicht, du hast geschaut, dass du überhaupt über mehrere Vereine eine Mannschaft zusammenbringst. Das hat es nicht gegeben, sondern du hast im Prinzip im Umkreis, in Sichtweite von den Eltern, haben wir Fußball gespielt. Und so hat das Ganze angefangen. Das sind meine Erlebnisse. Ich war dann eigentlich in der Jugend relativ bald einmal nach der U10, war ich dann beim KSV, habe dann eigentlich näher mein Teamloch gespielt. was dann Aus ein der U10. teilweise in vielen Schlachten. Ja, Ja. aber aus der U10 aus ist eine Geschichte, die ich noch erzählen möchte, ist eigentlich für mich hängen geblieben. Wir sind damals als Kinder mit dem Ratzig Walter, mit dem Assigal Norbert zum Fußballturnier nach Klagenfurt gefahren. Das ist Genau. das größte Hallenfußballturnier gewesen seiner Zeit, nicht nur in Österreich, sondern im ganzen Alpenadler-Raum. Und dort waren wir dann im Prinzip 3 Tage bei dem Turnier und haben uns gar nicht einmal so schlecht geschlagen. Aber es war nicht nur, ich weiß nicht mehr, wie viel dann wir da waren sind, aber im Endeffekt, was das auszeichnet hat, ist einfach, die ganze Partie war 3 Tage unterwegs in Klagenfurt und das war ein Erlebnis für uns damals. Es war herrlich, weil ich kann mich erinnern, wie der Wassermann Fredl die Jungs von Rijeka beeindruckt hat mit seinen Saltos. Und da Ja, haben genau. die Mannschaften mitgespielt. Bayern, Paris Saint-Germain kann mich erinnern. Und da kann Ja. ich mich an ein Highlight erinnern, wie wir gegen Rapid unentschieden gespielt haben. Und unser Kapitän und mittlerweile Ehrenkapitän Jörg Metzger hat ja das große Los dann gezogen, dass wir weiterkommen sind. Wenn es die Ja, Donau. genau, das stimmt. Da sind wir aufgestiegen, da sind wir ein paar Runden in die K.O.-Runden dann auch weitergekommen. Wie viel da mal dann letztendlich waren, sind, kann ich da gerne ehrlich sogar aber sagen, das weiß ich nicht. Aber die Reise an und für sich, das ist, was eigentlich hängen geblieben ist. Und solche Geschichten haben meines Erachtens den Verein da unten geprägt. Weil geprägt hat das aus meiner Sicht auch die ganze Geschichte, wie wir es nach der Jugend in der Kampfmannschaft angefangen haben. Es war ja für mich da unten, bin dann wieder zurückgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe Genau. das letzte Jahr nach der Jugend, glaube ich, bei Kapfenberg gespielt, in der Oberliga. Und wie das ganze Projekt dann angefangen hat in Dimlach, war es ja, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, eigentlich genau das, dass die seinerzeitige Jugendmannschaft
plus die Leute, die irgendwo im Umkreis von Timloch aufgewachsen sind oder dort gespielt haben. Das war, glaube ich, die gesamte Mannschaft, die da angefangen hat. So ist es. Und ich glaube, der Karl-Heinz Kösch, der Karl-Heinz Kubesch war da mehr oder weniger so Spielertrainer, der Hatzigwalter war dabei. Und aus dem ersten Jahr aus, da sind wir Geschichten hängen geblieben, die nächsten Jahre weiß ich gar nicht mehr so viel, aber ein paar Geschichten aus dem, die muss ich einfach erzählen, weil die gehören dazu. Bitten wir darum. Karl-Heinz war da in seinen Anfängen als Fußballtrainer, der ja eine große Karriere als Fußballtrainer und sämtliche Ausbildungen durchlaufen hat. Aber für mich ist aus dem Jahr hängen geblieben, wie er die Mannschaftsaufstellung gemacht hat, gesagt hat, ich spiele lieber, den Rest machst du. Und die Geschichte war dann mit erledigt. Ich glaube, heutzutage macht der andere Mannschaftsaufstellungen und andere taktische Erklärungen. Aber es ist einfach lässig, weil das sind so Sachen, die sind hängen geblieben. Ganz genau. Die ganze, was mir noch stark in Erinnerung ist, wir haben, wie wir angefangen haben, wieder versucht, den 10.15 Uhr Termin ins Leben zu rufen. Kannst du dich an das noch erinnern? Auch nicht mehr. Wie das erste Match ausgegangen ist dann? Ja, 0-7. Ja, das war aber der einzige, ja, Peter. Der einzige 10.15 Uhr Termin, gell? Ja, genau. Weil die ganze Geschichte hat nicht so funktioniert. Das ist richtig. Um auf das von vorne noch zum Zurückkommen, der Karl-Heinz macht mittlerweile Top-Sitzungen, das muss ich ganz nüchtern festhalten. Aber es ist mir natürlich eine Erinnerung, wie das damals war. Und das war natürlich echt eine schöne Anekdote, weil ich natürlich auch die ganze Entwicklung mitkriege. Und das ist wunderbar. Was ich dich noch fragen wollte, weil wir jetzt ein paar Fotos ausgekommen haben, kannst du dich an unseren Ball erinnern, den wir damals gehabt haben? Im Kinderheim, gell, hat's das gegeben. Ja. Ja. Ja, was die Erinnerungen sind an gewisse Sachen jetzt prägend gewesen im Nachhinein. Okay? Aber ja, man hat halt natürlich versucht, man hat ja in den Vorepisoden, die du jetzt da ausgeholt hast, mit einem Schandorfarag oder mit einem Kernheli, da sind Sachen eigentlich erzählt worden, die ich gar nicht gekannt habe und wo ich mir eigentlich gedacht habe, boah, ohne dass wir das Ganze gewusst haben, haben wir eigentlich die Timloch-Tugenden 1-1 übernommen. Die Geselligkeit, das Kartenspielen nach dem Training, dass das Ganze, irgendwas muss da unten am Platz eine Aura geben, die einfach prägend ist. Das stimmt, weil es setzt sich bis heute fort. Naja, aber ich glaube auch, ich kann ja eigentlich nur über die Zeit erzählen, wie der Verein Amateure Cup verkassen hat. Da in die 90er Jahre, ins 2000er Jahr, bis das dann sich geändert hat. Man muss schon sagen, der Charakter aus meiner Sicht von der damaligen Zeit, wir waren eine gute Hobbytruppe, die eigentlich sich getroffen hat, weil sie gern Fußball gespielt hat und in einem Masterschaftsmodus mitgemacht hat. Aber man muss ja nicht mehr erzählen, unser Training hat nicht so lange gedauert, wie es zusammensitzen danach. Das stimmt. Das war, glaube ich, der Charakter der damaligen Zeit und das Wesentliche vom Verein. Und warum wir über andere Vereine hinaus für das bekannt waren. Genau. Wobei wir ja dann trotzdem sehr ehrgeizig waren, weil wir waren ja doch einige auch dabei. Mit Sulzi habe ich letztes Mal geredet und dem seine Folge kommt erst. Über den Sturbi und so, da haben wir ja doch dann ein paar Charaktere dabei gehabt, wo wir richtige Beißer waren in Wahrheit. Naja, aber es ist letztendlich der Fußball so ein Mannschaftssport, gell? Und wenn man jetzt da mit einem Schmunzeln hinten noch das Ganze betrachtet, muss man jetzt schon ganz fairerweise auch sagen, wenn ein paar Beißer dabei sind und ein paar, die den Spaß im Vordergrund stehen, gell, dann wird es halt bis zu einem gewissen Grad reichen. Und wir haben manche Partien nicht im Spiel verloren, sondern vielleicht unter der Woche beim Training. Das kann durchaus so sein. Das ist sicherlich nicht so abwegig, sage ich einmal. Was mich ganz besonders gefreut hat, nachdem du ja jetzt in Kärnten bist, war, dass du beim Benefizspiel für einen Switzer seine Tochter da warst. Das war eine ganz tolle Geschichte. Und wenn du wieder mal irgendwo in der Region bist, Freitag ist immer die Altherrenpartie und da möchte ich dich gleich auf dem Wege nicht nur die, sondern auch andere, die die Erfolge schauen, animieren, ist jetzt natürlich alle, die dem Verein verbunden sind, immer recht herzlich eingeladen, dass ihr da dabei seid. Das ist ja eh klar. Du, wenn die Zeit ergibt, vorbeischauen gern. Nur wie ich eigentlich mit meinem Fußball aufgehört habe, und das war
wann war denn das? Bis deppert, nur überlegen. 15 Jahre ist das schon her. Und seitdem habe ich ein einziges Mal Fußballschuhe wieder angehabt. Und das war eben bei dem Benefizspiel. Und man hat eigentlich gesehen, okay, was sollte sich da mit gleichen messen und das Tempo ein bisschen dementsprechend bröseln dabei. Ansonsten geht das nicht gut aus. Aber das, ich habe eigentlich mit dem aktiven Fußball habe ich nicht mehr viel was zu tun. Ja. Das Zuschauen war nie so meine Sache. Ich spiele schon, aber ja. Die ganze Geschichte ist trotzdem, es ist trotzdem mal lustig zu beobachten, dass eigentlich da über die Altherren, und das ist ja auch schon, man sieht es auch von der Ferne, man kriegt es von der Zollung an, vom Oder und dergleichen, das ist ja seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile eine Truppe, der immer wieder sich gleich trifft am Freitag. Das ist sehr, aber muss vom Grund her das Ganze ja gleich weitergeführt sein und passen, weil sonst hätte das ja nicht funktionieren. Ganz genau. Und wir haben einen großen Zulauf und das ist auch super so. Abschließend vielleicht noch eine Frage zu ehemaligen Erlebnissen, weil wir schon viele davon erzählt haben. Italien, kannst du dich da noch an irgendwelche Geschichten erinnern? Italien kann ich mir an gute Geschichten erinnern. Hans Geschichte war, wo wir uns einmal einen Minigolfplatz einen halben Tag gemietet haben, weil wir plötzlich zu 20 Minigolf spielen gegangen sind. Das dann eigentlich bei jedem Loch eine eigene Challenge war. Das ist etwas, was besonders war. Aber auch eine andere Geschichte ist mir viel mehr noch in Erinnerung, falls du das auch noch weißt. Kannst du dich erinnern, wenn wir in Savoudra waren? Natürlich. Savoudra kenne ich alle Geschichten. Und damals die Zeit mit dem Flüchtlingslager, wo wir gedacht haben, boah, wer weiß, was da alles noch ist, gell? Und dann kommen wir dorthin, erleben da denen eigentlich gar nichts gehabt, kommen dorthin und spielen mit denen ein Fußballmatch auf dem, weiß nicht, was das für ein Platz war, Donocker oder was, und 500 Leute haben zugeschaut, das war ein Erlebnis. Das so in der Art und Weise auch selten wieder erlebst. Das stimmt, aber das ist halt der Fußball und der verbindet dann halt wirklich in jeder Hinsicht, kann man sagen. Ja, ist vollkommen richtig, ja. Aber es ist nicht nur so, dass wir Ausflüge gemacht haben, sondern, falls du dich erinnern kannst, ich habe extra nachgeschaut, muss ich auch zugeben. Sehr gut. Kannst du dich an die Skimeisterschaften für Fußballer noch erinnern? Weltklasse, da waren wir mit Karl-Heinz in der Ramsau, da kann ich mich auch noch erinnern, ja. Ja. Also das war ja auch so etwas. Wir waren ja nicht nur Fußball aktiv als Truppen, sondern ich glaube, wir waren überall aktiv, wo es irgendwas gegeben hat. Die Ergebnislisten könnte man ja so betrachten, alles was östlich von Haus in der Insta war, ist, haben wir Haus auch gewonnen, oder? Richtig, stimmt, das weiß ich auch noch. Wobei ich kann mich dann erinnern, ich bin in den Wald kurz runtergeflogen, bin aber wieder zurück aufgestapft und habe das Rennen beendet. So. Ja. Ja, genau. Das wollte ich jetzt nicht so erwähnen, aber. Das macht gar nichts, weil das ist ja dazu. Die Serie ist dafür da, dass die Leute unsere Kernen von Bass kennenlernen und das ist super. Aber ich erinnere mich in Bezug auf das Rennen auch noch an was anderes, weil du gerade gesagt hast, östlich von Haus waren wir eigentlich ganz gut da, weil die Hauser und Schladminger und so, was ich mich da erinnern kann, sind ja Auftreten mit Rennanzug und zwei oder drei Paar Ski und wir sind halt mit dem plauderten Champion-Ski-Overall gekommen. Ja, und wahrscheinlich auch noch nicht ganz ausgeschlafen. Das ist auch richtig, genau. Das war ein Markenzeichen zur damaligen Zeit. Ja. Das ist sehr schön und es ist lustig auch, wie du das Benefiz Turnier veranstaltet hast, wenn man dort hinkommt, nach Jahren die Leute wieder trifft und das kann man eigentlich sagen, von der ersten Minute weg rennt der Schmäh und man glaubt, die Zeit ist stehen geblieben und man ist zurückgesetzt wieder 10 Jahre davor und das ist eigentlich das genau, was es ausmacht. Super. Man kann sich einmal eine Zeit nicht treffen, der eine lebt da, der andere lebt da, jeder hat ein anderes Leben, aber die Geschichten bleiben und das sind eigentlich das, was es ausmacht und so soll es auch sein. Ganz genau. Und dafür hat ja unser Verein sehr viel hergeben und wie du auch bei den Jungen gesehen hast, bietet er nach wie vor noch einen Stoff, dass das auch so weiter fortgesetzt wird. Und in dem Sinne. Ja, es ist sehr gut, so wenn sie
die eigentlich als Verein die ganze Geschichte weiterentwickelt, dass das nicht alles stehen bleibt, weil jetzt da ist er doch ein anderer Charakter, den der Verein gehabt hat, als zu unserer Zeit. Weil man muss ja schon offen und ehrlich und den Leuten alles erzählen. Wie wir gespielt haben als Kampfmannschaft über 10 Jahre, da hat der Verein mehr oder weniger aus der Mannschaft bestanden, plus 2, 3 Helfer. Da muss man mal die Domaierner erwähnen, im Metzgerkordl, im Bayerhansi, die vor allem auf der Stelle. So, wenn wir den gehabt hätten, hätte das Ganze nicht funktioniert. Und letztendlich, ich glaube, das gibt es in der heutigen Zeit in der Form auch gar nicht mehr. Ganz vereinzelt, aber so wie wir das betrieben haben, natürlich nicht. Das ist klar. Ja, und dann hat es halt so ein Match gegeben, da waren wir gefordert. Weil wenn wir nach Dragaus reingekommen sind und der Kordl hat in seiner alten Heimat schon gewettet, dann haben wir müssen liefern, weil sonst haben wir die nächsten Wochen richtig kein leichtes Leben gehabt am Fußballplatz. Und da haben wir dann aber auch geliefert, das muss man halt auch dazu sagen. Ja, genau. So, ja, für das hat es gereicht, was wir gesagt haben, gell? Genau, sehr richtig, sehr richtig. Nein, weißt du, wie gesagt, der Verein bietet ein wunderschönes Umfeld für das und genau, was du angesprochen hast, ist heute in einem größeren Maß vorhanden, aber ohne die Helfer bist trotzdem nichts. Das kann ich aus erster Hand, sprich aus Eigenverantwortung selber sagen und das hat sich nicht verändert, mit Ausnahme, dass das mehr waren sind bei uns glücklicherweise. Was bei anderen Vereinen weniger wird, wird bei uns mehr. Und der Geist soll ja erhalten werden, das ist ganz wichtig. Ja, naja, coole Sache. Grapo, ich sage vielen Dank. Du hast einen tollen Input gegeben, muss ich echt sagen. Gerne, hat mich gefreut. Und ja, hoffentlich sehen wir uns demnächst wieder in Natura irgendwo. Wenn du da bist, ja, möchte ich, dass wir vielleicht dann, wenn wir wieder mal aufsperren dürfen, gemütlich zusammensitzen können. Tschüssi. Danke, alles klar, ciao.